Twitch. Ja, Leute, was geht? Willkommen zu einem wunderbaren Video an diesem wunderschönen Tag. Mit dabei ist heute der wunderschöne Sketcher. Und meine Freunde, wir haben da was entdeckt, was wir heute unbedingt mit euch gemeinsam ausprobieren müssen. Es gibt einen Bug, dass man Fallschaden wohl komplett verhindern kann. Sogar, wenn man am höchsten Punkt der Map steht. Tobi, ist das richtig? Das ist richtig. Und zwar habe ich den Bug entdeckt, während ich auf so einer News-Seite war. Und da habe ich gesehen, yo, wenn man eine Porte fortschmeißt, dann kann man von den Greifen runterspringen und dann kriegt man keinen Fallschaden. Ja, das wollen wir heute mal mit euch ausprobieren. Wir werden jetzt mehrere Porte Forts versuchen zu sammeln, meine Freunde. Die Frage ist natürlich, gilt das Ganze auch, wenn ich jetzt mit dem Reifen zum Beispiel von einem Berg runterspringe? Oder ist es nur der höchste Punkt? Ich glaube, sobald ich vorher als Spieler einen Reifen berühre, bin ich quasi immun gegen Fallschaden. Dadurch eröffnen sich ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, ich kann von der Skybase, die mir kaputt geschossen wird, noch schnellstmöglich auf den Reifen springen und kann dann damit den Fallschaden komplett verhindern, meine Freunde. Ein Team bei uns, Tobi. Nee. John Wiggity Wick 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 kommt herunter. Der ist gleich low. Tot, meine ich. Naja. Ich weiß nicht, wo sein Mate ist, ne? Hier drinne. Bei mir. Hä? Ja, kann ich irgendwas davon haben? Hab nichts. Tobi, noch Spieler neben uns? Ah. Doch. Nee. Unter mir? Ist down. Instant. Beide down. Alter, kannst du sein, dass du Profi bist, oder? Ich weiß gerade auch nicht, was los ist, Tobi. Bist du das? Aber, nein, ich bin's nicht. Aber mir. Du brauchst Support. Brauchst du Hilfe, Alter? Ja. Hab einen Knock. Andras ist bei dir. Boah! Alter Schwede. Lass mich doch mal. Was denn? Looten. So, Leute, das ging ja schon mal ganz gut los zu Anfang. Da haben wir auf jeden Fall schon mal hier 3 Squads ausradiert. Aber Leute, da fehlt uns natürlich jetzt noch unser Ding für die Challenge, war beziehungsweise unser Ding für unsere wissenschaftliche Großanalyse, sag ich mal. Nämlich das wunderschöne vierte Pört. Tobi, dann würde ich sagen, schneiden wir jetzt hier nochmal um, bis wir ein vierte Pört oder ähnliches finden. Au revoir. Hast du gerade au revoir gesagt? Ja, hab ich, Tobias. Au revoir. Ich bin ein Französ. Okay, Leute, wir können unsere Theorie jetzt mal ein kleines Stück weit ausprobieren. Und zwar werde ich jetzt noch Folgendes machen. Angenommen, ich baue mich jetzt hoch, ja? So, und springe dann hier unten auf die Reifen drauf. Müsste ich doch in der Theorie, sag ich mal, keinen Fallschaden bekommen, oder? Macht Sinn, ja. Achtung! Das war ja logisch, weil ich werde hier abgefedert. Aber, Leute! Ich habe Schaden bekommen! Ja, moin, Leute. Schade. Wir versuchen das jetzt gleich trotzdem mal im Großen und Ganzen mit dem Fotoport, meine Freunde. Und wie gesagt, wir gucken jetzt gleich einfach mal. Wir schneiden um, wenn wir eigentlich gefunden haben. Ne, also bis dann. Ciao, ciao. Leute, wir müssen nochmal kurz intervenieren. Da vorne haben sich 2 potenzielle Fotoport-Transporteure herauskristallisiert. Ein Hit. Der ist gleich noch. Der ist gleich noch. Er ist so ultra low. Der hintere mit der Treppe ist auch ziemlich low. Der eine ist genockt. Wo ist John Wick? Ja. Beide down habe ich. Oh ne, du hab hast ich. Einen down. Ja, wir haben beides gemacht, okay? Ja, wir haben gemeinsam. Haben die einen vierten Pert? Also der hier nicht. Wenn wir vielleicht hat Kollege da hinten einen vierten Pert. Das sind meine kleinen Schildis. Meine kleinen Schildis. Hallo, ich habe den getötet, also krieg ich die. Oder vorne oben sind Gegner. Haben die mich gesehen? Nee. Komm, die sind zu weit weg. Hab ich gesehen. Hab ihn. Wow! Lol, ist der down? Ja, noch. Sein Mate pusht. Hier vorne, rosa Bär. Der ist hier vorne direkt bei mir. Hab ihn hittet. Er hat einen Sniper. Er hat von mir schon einen bekommen. Ist down, Alter. Kein Forteport, verdammt nochmal! Leute! Was ist denn das? Hier unten ist ein Loot-Drop. Tobi, Loot-Drop. Okay, du lootest den hier hinten nicht. Okay. Ich loote den Loot-Drop. Vielleicht finden wir jetzt einen Forteport. Leute, wir wollen das gar nicht gewinnen. Wir wollen doch nur ein gottverdammtes Forteport haben. Ja, großer Schildtrank, Tobi, hier unten. Kritisch. Brauche ich nicht. Bäh, Alter. Ach, Leute. Vielleicht gehen wir beim nächsten Mal einfach nach Tilted Towers rein. Da finden wir sicherlich welche. Tobi, pass auf. Die Jungs, die können mal von hinten pushen. Warte, soll ich mit meiner Sniper mal schieße? Ja, die stehen. Einer von denen hat einen Hit bekommen. Wir hätten vielleicht zu zweit schießen können. Ja, ja, da hätten wir machen können, wa? Aber letztendlich ist es jetzt für uns auch schwieriger, weil wir sind auch nicht in der Zone und die haben Highground. Das ist doch gut. Ja. Da ist einer. Ja, bring den um. Aua, er schießt doch auf mich. Aber geht der hat einen -90. Bei mir hat er auch krassen Hit bekommen. Der Typ ist so low. Da müssen wir pushen, Tobi. Müssen wir pushen, wa? Müssen wir? Da hilft alles andere auch nicht mehr. Oh, die sehen, dass wir pushen. Push nicht alleine, du bist ein bisschen zu weit vorne für mich. Du bist alleine, ne, bei den zwei. Habe ich. Ja, die haben auch keins gehabt irgendwie. Ja, hat sich nicht gelohnt unbedingt, ne? Wieso laufen die Runden eigentlich in die falsche Richtung gut? Ich weiß nicht, ich will nicht gewinnen, ich will einfach nur ein Förteport. Leute, normalerweise wird man damit zugeschmissen mit diesen Dingern. Und jetzt kriege ich mal keins, was ist da los, fragt man sich. In der Mitte ist eine ziemlich große Festung, da stehen 2 Leute einfach oben. Aber ich könnte die treffen, Tobi. Du kannst die nicht helfen. Die bauen sich aber gerade runter. Nein. Ich habe einen getroffen. Baby. Ach, was sag ich überhaupt? Boah, wow, Alter. Da hab ich aber...
Hab einen hittet. Danke, hast mich einbaust. Kein Ding, Bruder, hä? Komm, Rockets auf uns. Ich hab Schaden bekommen, bin gleich tot, tatsächlich. Aua! Aua hinter uns! Baby. Wir haben Vorderport genutzt, die Wichser. Nee. Ich hasse sie. Er hat zwei Hits von mir bekommen. Von hinten müssen wir auch noch aufpassen. Wow, in der Luft! Hat er noch einen Vorderport? Weiß ich nicht. Da darf ich den töten, der ist so low. Ich töte ihn jetzt. Boah, Junge. Ja, Digga, wir müssen jetzt ganz schnell irgendwas finden, Alter. Aber wir finden keine Festung. Wir können es jetzt nicht gewinnen, wir wollen die Fort haben. Ja, aber wir werden keins finden, Tobi, ich sag's dir. Was ist denn das für eine Einstellung? Typ hat wieder einen Hitbomb bekommen. Die bauen Jump-Hit. Die fliegen. Die fliegen jetzt dahinter. Okay, die sind gut, Tobi, die sind gut. Ja, einer pusht. Einer pusht jetzt links an deinem Turm hoch. Er ist jetzt oben am Turm. Da war ein No-Skin. Ja, ich bin knocked. Ich bin knocked. Keine Chance gehabt, Alter. Ja, er findet mich, Alter. Warte, ich hab ihn knocked. Ich hab einen knocked. Der ist da hinten. Da, hinter dir. Der, ja. Was? Der war doch drauf. Yes! Aber wieso gewinnen wir? Ach, Mann, Leute, wir wollten das nicht gewinnen. Das ist so scheiße. Okay, Leute. Jetzt, wo wir eine Runde gewonnen haben, gehen wir halt zusammen. Alter, hat er eine Fort? Nein! Okay, Leute. Wir gehen jetzt einfach mal Tilted runter und schauen mal, ob wir da das Fort finden. Bis gleich. Oh. Okay, dann gehen wir mal Parkhaus runter, ne, Tobias. Schön im Parkhaus rein diven. Ich bin bei Big Ben. Ich habe immerhin schon mal eine blaue Pump. Ich habe eine. Echt jetzt? Ja. Soll ich noch kommen zu dir oder nicht? Wir müssen jetzt überleben. Okay. Wir laufen jetzt einfach weg und testen es aus. Dann gewinnen wir die Runde. Ich habe auch eins! Was? Ja, ich habe eins. Okay, wir dürfen jetzt nicht sterben. Kommst du zu mir? Nein, ich kann nicht. Hier sind 1000 Leute bei mir. Kannst du zu mir rüberkommen? Mach ich jetzt, sobald ich Schild habe. Ich lauf weg, Tobi. Ich lauf weg nach außen rum. Siehst du, wo ich langlaufe? Guck mal. Soll ich da auch hin? Ja, mach das. Willst du jetzt einfach testen? Wir laufen jetzt weg, Alter, Leute. Wir möchten jetzt keinen Kampf machen. Wir möchten jetzt ausprobieren, ob das auch so funktioniert. Da vorne sind nochmal Schildtränke, Tobi. Die können wir jetzt holen. In dem LKW drin. Da ist ein Berg schon ganz groß daneben. Hier rechts, genau. Da wollte ich nämlich jetzt auch hochgehen. Nee, wolltest du nicht. Wie viel Holz hast du denn? 77. Aber okay. Da kann man auch hochgehen, so. Nee. Wir müssen ja gucken, dass wir noch genügend für das Hochbauen haben. Verstehst du? Weißt du, dass wir zur obersten Grenze kommen. Was? So hoch? Ja, natürlich. Okay, dann versuchst du aber als erstes von der oberen Grenze, ja? Okay. Ich baue mich einfach hoch, ja? Soll ich's von der niedrigen Grenze probieren? Ich werd beschossen. Wo kommt dieser Typ her? Ich will nicht kämpfen. Ich hab die Fort aufgebaut. Mal ist die Wände kaputt. Die schießen auf dich. Die schießen meine Fort kaputt. Schau mich an, während ich runterfall. Warte, soll ich springen? Warte. Ja, los. Spring, schnell. Spring. Und. LOL. Was? Oh mein Gott. Okay, Tobi, wir laufen weiter raus aus der Zone. Komm, wir laufen immer weiter weg. Oh Gott, die schießen an mich. Lauf. Ja, ich lauf. Alter. Tobi, gegenüber ist noch ein höherer Berg. Siehst du den? Da mach ich das jetzt, Leute. Oh mein Gott. Habt ihr es gesehen, Leute? Zero Fallschaden einfach. Holy. Von ganz von oben. Nichts. Guck mal hinter, man sieht sogar noch die Burg da oben fliegen. Von da. Alter, Junge. Da war wieder der Meteor ganz oben zu sehen, meine Freunde. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nicht irgendwo weggeholt werden. Aber auf diesem Berg geht ja keiner drauf, oder? Nee, da hoch nicht. Meinst du, diese zwei nervigen Typen laufen uns jetzt noch hinterher? Also rechts sind welche in der Stadt, aber die ignorieren wir jetzt, ja? Hast du die gesehen? Ja. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendein Limit für gibt. Ich meine, stell dir mal vor, was für unglaublich geile Plays damit ermöglicht werden. Letztendlich könnt ihr euch theoretisch in eine Skybase hochbauen bis zum Ende. Und wenn der Gegner, wie gesagt, gerade dabei ist, eure Base kaputt zu schießen, dann geht ihr einfach hin. Nutzt euer Fort-Apport, baut die Wände ab und fallt einfach ganz easy auf den Bauch und euch passiert nichts. Der Gegner, stell dir mal vor, es kommt einfach so ein Typ angeflogen von oben, Tobi, und knockt dich mit der Shotgun, Digga. Yo. Wie krass ist das? Du rechnest ja nicht damit, dass der überlebt, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja wirklich mein over 1000, meine Freunde. Das ist wirklich geisteskrank. Okay, Leute, ich baue mich jetzt hier mal hoch. Okay, ich kann dich auch noch unterstützen mit 100 Bricks. Oh Gott, von links von uns, ja, aber die schießen aber auf was anderes, oder? Ja, die dürfen uns nicht sehen. Alter, es ist hoch, ne? Oh mein Gott, wie hoch bin ich? Okay, ich kann nicht mehr höher, das ist die maximale Bauhöhe hier gerade. Als ob? Ja. Mach schnell, die schießen auf uns, glaube ich. Die schießen auf uns! Du musst die Wände hier wegbauen. Hier. Schnell. Okay. Und 3, 2, 1. Alter! Yo. Kein Fallschaden! Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Was, Junge? Schießt nicht mehr auf uns. Wir könnten es nochmal versuchen. Ist das Ding kaputt? Nee, die haben es kaputt gemacht. Ach, scheiße. Sie haben es kaputt gemacht. Okay, Tobi, aber, dafür... Mal, das war so eine richtige... Dafür töten wir die jetzt. Hast du noch Munition für mich? Gib mir Munition. Jetzt gibt's noch auf die Backen für die zwei, die da unten geschossen haben. Wenn die sich jetzt dreisten, unser Fort-Apport, ja, unser glorreiches Experiment zu zerstören, dann weiß ich auch nicht mehr, Leute. Dann muss es einfach Rache geben. Einer ist gleich knocked. Der ist safe, nur noch ein AP oder so. Die haben mich nicht gesehen, Tobi. Nach hinten laufen die. Einer hat kein Schild mehr. Ich habe ihn 22 gezogen. Kriegst du die? Einer du bist alleine. Ich kann dir nicht helfen, du bist allein.
Beide down. Jetzt holen wir noch schnell Win. Und dann ist es das perfekte Video einfach. Leute, ohne Witz. Habt ihr gesehen? Von ganz von oben, ja? Da die Reifen quasi einen hochkatapultieren und das Feedback an den Server senden, okay, der hat einen Reifen benutzt, ist der Fallschaden komplett ausgeblendet. Und wie geil, wie unglaublich geil wäre bitte sowas wie ein Portable-Reifen, den man einfach irgendwo hinsetzen kann, ja. Leute. Das wäre so geil, oder? Ich meine, überleg dir mal bitte, Tobi, was du damit wieder machen könntest, Alter. Das wäre einfach nur geisteskrank. Du kannst einfach die Festung aufbauen und dann alles abhacken bis auf die Reifen. Das geht ja relativ schnell. Und dann hast du halt einfach so eine kleine Escape-Plattform. Da musst du auch nicht mehr, weißt du? Ja, stimmt. Da hast du keine Angst mehr, sodass dich von jemand von oben pusht. Von links von uns gibt's Schüsse. Oben. Ich sehe den da oben. Sollen wir die pushen? Ja. Der kann ja mit einem Scharfschützengewehr 50 Meter erledigen. Das heißt, der ist wahrscheinlich... Down. Der ist wahrscheinlich down, genau. Das wollte ich sagen. Ich habe keine Sniper-Muni mehr. Hat der? Nimm dir. Ich brauche ganz schnell. Ich habe keine. Hallo, gib mir doch. Ja, warte, Tobi, Digga, chill mal bitte, Alter. Was ist denn mit dir? Weil der auf mich schießt. Junge, ich muss mich aber erstmal healen vielleicht. Mein Gott. Hier, Medikit. Die pushen uns jetzt. Hä, was will er denn? Was war das? Mach zu. Alter. Wo ist denn sein Mate? Aus der Hilfe? Nee. Ach, gut. Der hat ja gar nichts gecheckt. Gut, sehr gut. Ich war auch gerade noch ein bisschen verwirrt. Wer war gar Steps? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Runter hier. LOL. Hä? Hast du Verbände mit dabei? Ja. Ich weiß ganz ehrlich, also manchmal, Leute, der Fallschaden bei Fortnite, es tut mir wirklich leid. Ich kann ihn nicht hundertprozentig nachvollziehen bis dato. Ich weiß nicht, wie das jetzt schon wieder passiert ist. Ehrlich gesagt nicht. Runter hier. Nein. Hä? Ja, da hätte mir natürlich jetzt die Reifengranate auf jeden Fall eine Menge geholfen. Ich glaube, hinten am Berg. Oben, ja, ich sehe ihn. Sollen wir nicht einfach abhauen, Digga? Zone so. Aber knockt, wir gehen. Ich war am Weg. Sollte jetzt risky, ne? Weil wenn der uns sieht, dann sind wir weg. Oh, die werfen C4, Achtung. Ich bin tot, so gut wie. Aber knockt. Ich bin knockt. Findet ihr dich? Nee, er bindet sich gerade ein. Jetzt finisht er mich. Ich komm nicht hoch, ich komm nicht schnell genug hoch. Er finisht mich. Ich lebe noch. Ah! 7 HP! Aua, mein Herz! Na egal, Leute, wir haben ja gesagt, wir wollen die Runde nicht gewinnen, von daher ist es eh egal. Leute, es kann natürlich sein, dass das vorher schon mal irgendwer gesehen hat. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ich fand es einfach nur extrem witzig. Es kann auch sein, dass schon die Buddies oder irgendwer Deutsch darüber ein Video gemacht hat. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen, Leute. Es macht extrem Bock, damit rumzuexperimentieren. Versucht es einfach mal aus. Es macht, wie gesagt, echt Spaß. Vielen Dank an Tobi fürs dabei sein. Schaut bei Tobi vorbei, meine Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut, dann rein bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!